ihr Lieben, da bin ich wieder. Nach einer Woche Urlaub sind wir gestern Abend zu Hause angekommen und ich habe mir gedacht, ich setze mich doch gleich jetzt heute am nächsten Morgen an die Kamera und in diesem Video erwartet euch auf jeden Fall mein Lesemonat August und die Auslosung des Gewinnspieles, das bis gestern Abend 23.59 Uhr lief. Also, viel Spaß beim Video. Ja, ich beginne mit meinem ersten Buch-Highlight und das war auch direkt ein Reihen-Reread, einer meiner Herzensreihen und zwar der Biss-Reihe von Stephenie Meyer. Ich habe irgendwie jedes Jahr an irgendeinem Punkt im Jahr das Gefühl, ich muss diese Reihe nochmal lesen. Also einfach dieses Lustgefühl, die Filme und die Bücher zu sehen und zu lesen. Und das war dieses Jahr im August, Anfang August der Fall, sodass ich mir mit der Biss-Reihe ja wieder ein Highlight beschert habe. Wie jedes Jahr, seit 10 Jahren ziehe ich das eigentlich schon durch. Ich glaube, vielleicht ein Jahr gab es eine Pause, aber ansonsten ist das ein jährlicher Begleiter, die ganze Reihe. Und es war wieder großartig. Also wer die Biss-Reihe noch nicht kennt, es geht um Isabella Swan und sie zieht, oder Bella genannt, sie zieht nach Forks in ein kleines verregnetes Nest an der Westküste Amerikas und ja, sie hat sich sozusagen selbst dazu verdammt, denn ihre Mutter musste aufgrund des Berufes ihres neuen Ehemannes immer so zwischen Phoenix und den jeweiligen Städten, in denen ihr Mann gerade ein Spiel hatte, hin und her wechseln. Sie hätte ihn gern begleitet, aber wollte auch für Bella da sein. Und diesen Zwiespalt wollte sie ihr ersparen, sodass sie ihr letztes Highschool-Jahr sozusagen in Forks verbringt bei ihrem Vater. Und frisch an ihrer Schule bemerkt sie, dass es eine Gruppe Jugendlicher gibt, die anders zu sein scheinen als alle anderen. Und das ist die Familie Cullen. Und einer der Geschwister, einer dieser Familienmitglieder, sitzt neben ihrem Biologieunterricht und das ist Edward. Und scheinbar auf den ersten Augenblick, mit dem ersten Augenblick ihrer Begegnung, scheint er sie so abgrundtief zu hassen, dass er dann auch mehrere Tage nicht in der Schule erscheint. Und sie kann sich einfach nicht vorstellen, wie sie von jemandem sofort gehasst werden kann, ohne triftigen Grund. Und Stück für Stück kommt sie hinter das Geheimnis und ja, ich bin dieser Geschichte verfallen vor 10 Jahren und es hat sich kein Stück daran geändert. Die Bella aus dem Buch ist natürlich meine Bella. Kristen Stewart liefert ihre Interpretation der Rolle, das ist okay. Für die Filme finde ich, also im Gesamtbild der Filme finde ich es auch nicht schlecht. Aber wenn ich die Bücher sehe, dann ist die Buchbella die Bella, mit der ich mitleide, mitfieber und ja, also sie ist sozusagen quasi meine beste Freundin in Buchform und ja, die Welt, die Vampire und ja, okay, das Glitzern der Vampire ist möglicherweise ein bisschen too much. Das ist mir auch vollkommen egal. Das ist für mich nie ein Grund zum Zweifels gewesen oder zum Zweifeln überhaupt. Dafür mag ich die Charaktere zu sehr, ihre Tiefgründigkeit, auch die Geschichten hinter den einzelnen Figuren, wie sie Vampire geworden sind und alles Mögliche. Es ist einfach eine großartige Reihe. Dementsprechend war Band 1 bei mir dran, dicht gefolgt von Band 2. Band 2 ist leider nicht mein Favorite. Beziehungsweise, ja, ist es so das Buch, in dem ich am meisten gelitten habe, wirklich mit Abstand. Als ich es das erste Mal gelesen habe, war ich so am Ende nach diesem Buch. Also, so viel geheult habe ich, glaube ich, bei keinem einzigen Buch. Deshalb habe ich es auch nur sehr selten gelesen, weil ich ganz genau weiß, dass dieses Buch alle Emotionen, die ich damals hier gehabt habe, wieder hochbringt. Auch wenn ich natürlich nun die gesamte Saga kenne, ist dieses Buch wirklich am zerstörerischsten. Und ja, jetzt im Nachhinein passt es und ich verstehe alles dahinter. Und als ich es das erste Mal gelesen habe, war es einfach nur niederschmetternd, zerstörerisch. Ich bin wirklich an meinen Tränen halb erstickt. Aber wer es kennt und wer auch so eine Leidenschaft für die Reihe hat, kann das vielleicht nachvollziehen an Band 2. Das habe ich ja nicht so oft gelesen.
Dann natürlich gefolgt von Band 3 mit einigen der schönsten Szenen, die ich in der Reihe kenne. Und auch so Liebe zwischen Bella und Edward. Ich mag natürlich auch total die Legenden der Quillywood, alles was damit zu tun hat, wie die Legenden auch noch weiterhin Bedeutung für den Stamm besitzen, wie sich die Jugendlichen mit diesem Erbe auseinandersetzen, finde ich grandios. Und das wird vor allem im vierten Buch nochmal deutlicher bewusst, weil hier eben auch aus Jacobs Perspektive erzählt wird. Und er ist einfach urkomisch. Und ich glaube, ohne Band 4 hätte ich Jacob jetzt am Ende doch nicht so gemocht. Und ohne seine Perspektive nicht so gemocht, wie ich ihn jetzt endlich doch noch sehr gut leiden kann. Also das ist mit meinem Favorite-Buch und ich weiß, die Geschichte dreht dann vielleicht ein bisschen ab. Aber für mich ist das alles schlüssig. Es ist halt wieder so, ein Herzensbuch kann mich nicht enttäuschen und dementsprechend, ja, hat der Monat mit allen vier Büchern gestartet und dem Film und damit ein super Start in den August. Das nächste Buch, das ich im August gelesen habe, war Gold und Schatten. Liebe nach den ersten 5 Seiten gefühlt, eigentlich schon nach der ersten Seite, denn der Schreibstil von Kira Licht ist von Seite 1 an einfach grandios. Einnehmend, spannend, witzig und was ich dieser Reihe wirklich hoch anrechne, ist dieser wunderbare Balanceakt zwischen Humor und Ernsthaftigkeit, überhaupt die Ernsthaftigkeit der Geschichte. Und das bekommt sie so gut mit dieser Reihe hin, mit dem ganzen Buch. Band 2 habe ich mir auch jetzt besorgt und bin dabei schon am Lesen. Einige Markierungen, die ich mir schon gesetzt habe, auf jeden Fall eines meiner Highlights neben meinem reinen Reread. Und hier geht es um Livia. Sie ist gerade nach Paris gezogen. Und muss sich natürlich auch zurechtfinden. An einem ihrer ersten Tage möchte sie gerne die Katakomben in Paris besuchen und dabei begegnet sie Mael. Oh, und da geht's eigentlich schon los. Die Begegnung, die Beschreibung der Katakomben. Man merkt sehr schnell, dass Livia auch ein kleines Geheimnis hat, denn seit sie unterwegs ist oder seit kurzer Zeit kann sie seltsame Stimmen hören. Und das sind tatsächlich die Stimmen der Pflanzen um sie herum. Wunderbare Idee. So süß. Und auch als sich dann dieser ganze Zusammenhang aufgelöst hat, als sie entdeckt hat, wer Mael wirklich ist, wie sie in diese ganze Geschichte passt und wie die Welt um sie herum wirklich funktioniert und aufgebaut ist. Super spannend. Und es ist einfach... war ein richtiges Highlight. Ich mochte die Welt, ich mochte die Charaktere. Livia ist so ein starker Charakter und kam für mich auch sehr glaubwürdig rüber, als sie diese ganzen Geheimnisse aufgedeckt hat. Also es war dann auch wirklich, dass ihre Zerrissenheit, ihre Gefühle, ihr Gefühlschaos so gut beschrieben waren, dass ich dann auch eigentlich keine Zweifel hatte oder dachte, uff, das ist jetzt aber ziemlich unglaubwürdig und muss das jetzt sein? Es gab zwar ein, zwei kleine Sachen, zum Beispiel gegen Ende, ein Auftritt eines Protagonisten bzw. eines Charakters, wo ich mir schon so dachte, uff, ist das ein bisschen too much. Aber das waren, keine Ahnung, 5 Minuten, die Seiten waren vorüber und dann ging es einfach fantastisch weiter. Also manchmal ist das so, bei einigen Büchern ist man so überkritisch, ich weiß nicht, ob euch das auch schon manchmal aufgefallen ist, wenn ich aber ein Buch von Anfang an überzeugt hat und ihr dann trotzdem so ein, zwei Kleinigkeiten dann schaut man lieber drüber hinweg, weil man einfach vom Gesamtpaket so überzeugt ist, als das Buch jetzt an Kleinigkeiten einfach schlecht zu reden. Das geht mir halt manchmal so. Also es gab hier auf jeden Fall auch 2, 3 Sachen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht ganz so das, aber insgesamt ist die Geschichte, die Umsetzung, der Schreibstil einfach so grandios, dass ich da nicht groß meckern möchte. Und deshalb hat es auch für mich Highlight-Status. Ja, es stimmt einfach im Gesamtpaket. Es ist großartig. Und ja, wer sich in, wie das Buch schon sagt, das erste Buch der Götter, der sich ein bisschen mit Göttern auseinandersetzen möchte, mit griechischer Mythologie und eine temporeiche, moderne Geschichte mit diesen Göttern,
haben, die er lesen möchte, der sollte sich vielleicht mal Gold und Schatten anschauen. Zumindest reinlesen. Für mich haben es die ersten Seiten wirklich total gebracht. Ich bin da voll mitgerissen worden. Ich saß auch am Anfang erst in der Buchhandlung und habe, glaube ich, 100 Seiten gelesen. Und dann dachte ich mir, jetzt nimmst du es einfach mit. Mein Gott, jetzt hast du sowieso schon 100 Seiten gelesen. Und ja, tolles Buch. Ein Highlight, und Band 2 ist auf dem besten Weg dazu, gleich dazu zu stoßen. Und die Reihe, ach, wunderbar. Ja, mein nächstes Buch war auch wieder richtig großartig. Und ich hätte es wie auch Gold und Schatten schon längst lesen müssen, nachdem ich das jetzt für mich entdeckt habe. Und ja, ich ärgere mich schon ein bisschen, denn Jennifer Armstrong konnte mich bisher eigentlich nie enttäuschen. Außer vielleicht ein bisschen mit Wicked, aber White Hot Kiss bzw. Dark Elements, ich hätte es schon längst lesen müssen. Es ist einfach großartig, großartig. Ich mochte diese Welt aus Dämonen und aus Gargoyles mit der biblischen Geschichte ein bisschen verbunden. So gern, es ist ihr so gelungen, diese Welt aufzubauen und sie in unsere zu integrieren. Layla als Charakter ist so stark, ihr Humor, das ist sowieso, wenn der Humor passt in Büchern, kann man fast nichts mehr falsch machen, dann muss nur noch die Geschichte stimmig sein und dann hat man mich eigentlich schon für sich gewonnen. Und hier hat einfach alles zusammengepasst. Wir haben klasse Charaktere, Layla vorne ran, ich mochte ihre Perspektive so gerne. Und da geht eigentlich schon, also ich könnte wieder nur loben, schwärmen. Wenn wir zu Roth kommen, dann bin ich ja gleich weg. Also es ist einfach, er ist einfach der Hammer. Und deshalb war ich auch am Ende so schockiert, was passiert ist in diesem Buch. Insgesamt gab es so viele Momente, die ich nicht kommen sehen habe. Und ja, es ist eine Herzensreihe. Ich bin noch nicht mit Band 2 fertig. Das habe ich jetzt im Urlaub nicht geschafft, noch Band 2 schnell hinterher zu schieben. Aber ich freue mich riesig darauf, die letzten beiden Bände noch zu entdecken und dann mit dem vierten neu erschienenen Teil über Zane weiterzumachen. Deshalb wird es bestimmt noch ein toller September, denke ich. Ich habe auch das Gefühl, dass es wunderbare Herbstbücher für mich sein werden, als Fantasy, auch von den Farben her. Und ja, nochmal kurz zum Inhalt, ja, in Dark Elements geht es um Layla. Und Layla ist halb Dämon, halb Gargoyle. Und die Gargoyles haben eine Art Wächterfunktion inne. Sie beschützen sozusagen die Menschen vor Dämonenangriffe. Und so ziehen sie jede Nacht los, um Dämonen zu jagen und wieder zurückzuschicken. In die Hölle, sozusagen. Und Layla wurde damals gefunden und aufgenommen von einem dieser Gargoyle-Clans. Und sie besitzt zusätzlich noch besondere Fähigkeiten. Also sie ist nicht irgendein Dämon, halb Gargoyle-Mädchen, sondern sie kann die Seelen der Menschen sehen, beziehungsweise auch die Seelen der Gargoyles. Und diese haben sehr, sehr reine, weiße Seelen. Und ja, die unterschiedlichsten Schattierungen der Seelen, ob man böse ist, ob man ein gutes Herz hat. Ja, sowas kann Layla sehen und sie kann eben auch sehen, wer keine Seele besitzt. Und das sind in diesem Fall Dämonen. Ja, und somit hat sie diese sozusagen erspäht oder erspäht sie diese in ihrer Freizeit, wenn sie gerade unterwegs ist, und markiert sie. Und auf diese Weise können dann die Gargoyles jene Dämonen aufspüren und zurückschicken. Ja, und da geht es eigentlich schon los im Laylas Perspektiventwicklung. Also sie hat zu Beginn, merkt man ganz schnell, sie hat ein klares Weltbild, das sie von Anfang an ausmacht und nach diesem sie auch ihre Welt beurteilt. Nachdem sie aber eines Abends einem Dämon folgt und ihn auch markieren möchte, kommt es zu einem Zwischenfall und sie lernt Roth kennen. Und plötzlich merkt sie, obwohl sie noch an ihrem alten Denkmodell festhält, Das funktioniert nicht. Man kann nicht nur schwarz-weiß sehen, man kann jemanden nicht einfach so verurteilen, auch wenn er ein Dämon ist. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ihre komplette Persönlichkeit, Hammer, ihr Humor, einfach großartig. Roth als neue Protagonist in der Geschichte, mehr geht nicht. Also das ist Damon Black Level, wirklich ganz, ganz oben.
Sie haben richtig Charakter, die Geschichte ist stimmig, super spannend, nicht vorhersehbar, was auch sehr wichtig für mich ist. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Highlight. Es war das Buch für mich mit Neben Gold und Schatten im August. Und ja, also ich habe es zurzeit auf Englisch. Ich habe es mir jetzt auch noch als deutsches E-Book geholt. Aber es wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Ich habe einen Blick auf diesen Schuber geworfen, in dem die Dark Elements Bücher Band 1 bis 3 sind, plus eine zusätzliche Geschichte. Und ich versuche, diesen Schuber zu bekommen. ja, also so viel dazu. Jennifer Armstrong. Und als Tipp noch, den Kanal verlinke ich euch noch. A Court of Wanting Books ist die Jennifer Armstrong. Fangirl Alarm hoch 10. Also das Jennifer Armstrong Fangirl Nummer 1. Das wollte ich sagen. Und ja, sie hatte auch eine Queen-Woche gemacht mit allen Buchreihen, die ich einfach nur genossen habe. Also schaut unbedingt vorbei, was Jennifer Armstrong angeht. Das hat mich so angefixt. Jetzt, ja, ich musste es lesen und jetzt habe ich es gelesen und es war, wie versprochen, einfach genial. Also, nun kommen wir zu meinem nächsten Buch und das ist mein Urlaubsbuch, mein erstes, und zwar Die Krone der Dunkelheit. Es ist ein Reread, denn dieser Band kam bereits im letzten Jahr heraus. Und ich wollte es einfach rereaden, da Band 2 nun am 2. September erschienen ist und ich mir bei einigen Dingen, bei einigen Facetten und Handlungsebenen nicht mehr ganz so sicher war, wie das alles zusammenhängt. Und ja, und Laura Kneidl lässt sie sowieso so gut weglesen. Sie ist für mich eine der besten Fantasy-Autoren überhaupt. Und ja, freue mich natürlich auch riesig auf Band 2, der auch schon auf mich wartet. Und ja, zur Geschichte. Hier geht es um Freya und sie ist die Prinzessin von Utopia. Also wir haben hier mit der Welt Lavarus zu tun und hier gibt es einmal einen extra Kontinent, Searkis, glaube ich. Und dann gibt es nochmal den anderen Kontinent geteilt in Melitrian und Topria. Und Topria ist das Reich der Menschen, komplett abgekapselt von der Magie, denn der König der Menschen hat beschlossen, Magie hat bei uns nichts zu suchen. Das wird unter Strafe gestellt, wer Magie auch nur in irgendeiner Weise praktiziert. Und Melitrian ist das Reich der Fae, das auch in zwei Völker gespalten ist, in die Seli und die Unseli. Und dann gibt es noch die Mauer mit den Wächtern, die sozusagen den Frieden zwischen beiden Kontinentteilen versucht zu halten und gegen die Elver kämpft, die sehr wilde, blutrünstige Wesen sind, die ja ebenfalls angreifen, also die Menschen überfallen, also entlang der Mauer durchschlüpfen und auch im Reich der Fae ja sehr, sehr großen Schaden einrichten. Und ja, hier geht es eben um Freya, die Tochter des Königs von Topria. Und sie hat einen großen Verlust erlitten, beziehungsweise überhaupt ihr Vater, ihre Familie. Ihr Bruder wurde nämlich entführt und sie glaubt aber daran, dass er noch lebt. Das ist einige Jahre her und sie hat die Suche nach ihm einfach nicht aufgegeben. Und so praktiziert sie heimlich Magie, um ihn zu finden. Wobei Magie dann sich wirklich zu einer großen Leidenschaft für sie entwickelt und sie bewegt sich da auf sehr dünnem Eis. Aber sie gibt einfach nicht auf und das macht sie so stark, ihren Charakter auch so stark, dass sie von dieser, ja, so angetrieben wird von der Sehnsucht nach ihrem Bruder und sie hat einfach das Gefühl, er lebt noch und dafür braucht sie Hilfe, denn sie stellt fest, dass ihr Bruder an einem Ort ist, den sie nicht einfach so betreten kann und deshalb muss sie auf einen ehemaligen Wächter zurückgreifen, der in Gefangenschaft sitzt. Und ja, damit beginnt dann ihre Reise auf der Suche nach ihrem Bruder. Die weitere Protagonistin oder die zweite starke weibliche Persönlichkeit, die hier eine Rolle spielt, ist Ceylan. Und Ceylan hat ein schweres Schicksal hinter sich. Sie wurde zur Waise, als ihr Dorf von Elva überfallen wurde und ihre ganze Familie ausgelöscht hat. Und das ist ein sehr, sehr hartes Schicksal. Sie hat sich seitdem selbst durchgeschlagen und möchte nun Wächterin werden. Also an die Mauer gehen und möchte dieses Unrecht, das ihr widerfahren ist, wiedergutmachen bzw. vergelten an den Elva, damit sie da ist, wenn demnächst oder wenn irgendwann wieder so ein Überfall passieren sollte und Familien auslöschen
zu drohen. Also, dass die Familien bedroht werden und möglicherweise wieder ausgelöscht werden, so anderen Kinder vor diesem Schicksal bewahren. Ja, und ihre Hartnäckigkeit könnte der Schlüssel sein, um sie da ein bisschen näher zu bringen. Also zwei richtig starke Persönlichkeiten, die dieses Buch ausmachen, und das ist einfach nicht alles. Ich mag die Idee der Magie, die sich über das Land webt, und ja, also Magie wird da nicht einfach wie ein Zustand beschrieben, auf den man einfach so zurückgreift, sondern die Magie bedeutet Leben. Sie bewegt sich auch dementsprechend. Also sie hat sich so ein bisschen zurückgezogen aus den Menschen, aus der Menschenwelt, weil sie dort einfach auch nicht mehr erwünscht ist und verboten ist. Und nur so einzelne, kleinere, wie so Flickenteppiche sind dann noch so, auf denen die Menschen dann auf Magie zurückgreifen könnten. Und ja, und das Reich der Fae, die Unseli, die Seli, es macht mir so viel Spaß, diese beiden Völker zu entdecken und mitzuverfolgen. Und ja, und was auch das Laucherkneidl immer so gut schafft, sind diese Charaktere zu zeichnen. Sie sind so facettenreich. Man entdeckt ständig neue Seiten an ihnen. Waylon ist dafür der beste Beweis. Er ist ein zwiespältiger Charakter. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn bemitleide, ob ich ihn hasse, ob ich da irgendwie doch Sympathien aufbauen kann, weil er hat gute Seiten an sich. Er hat aber auch so viel erlitten und so viel mitgemacht. Und doch ist dann eine gewisse blutrünstige Seite an ihm. Also, ja, also es ist so ein Buch, das man lesen muss, wenn man sich im Fantasy-Bereich bewegt. High Fantasy natürlich. Es ist großartig. Ich liebe die Welt, und noch, was ich noch vielleicht noch sagen könnte, es ist signiert, personalisiert signiert für mich, auf, weil Laura Kneidl im Hugendubel in Leipzig gelesen hat, und ja, es ist sowieso schon ein Schatz. Die Geschichte ist, ja, lesenswert, und ich freue mich so auf Band 2. Auch ein Riesen-Highlight diesen Monat. Also im letzten Monat, jetzt haben wir ja schon wieder September. Und ich freue mich so auf Band 2. Der wird jetzt auch direkt gestartet, noch die Tage. Ein weiteres Buch, das ich im Urlaub gelesen habe, war mein verspätetes Geburtstagsgeschenk von einer ganz, ganz lieben Freundin. Und das ist Die Spiegelreisende, die Verlobten des Winters von Christel Darbos. Und damit ist auch wieder eine großartige Geschichte bei mir gelandet. Und ich bin so froh, dass ich diese Geschichte lesen durfte. Denn es geht hier um Ophelia. Und Ophelia hat bis dahin ein sehr beschauliches Leben gelebt auf ihrer Arche Anima. Denn die Welt ist sehr zerstückelt und in verschiedene Archen gegliedert. Wir haben hier die Arche Anima mit einem sehr beschaulichen Leben. Kutschen, die von keinem Tier oder irgendeinem Gefährt gefahren werden, sondern sich von selbst bewegen. Sie leitet ein Museum. Denn sie ist eine Leserin, sie kann die Geschichte eines Gegenstandes bis zu seiner Entstehung teilweise zurückverfolgen und damit aber auch einen Einblick in die Besitzer gewinnen. Also sie kann lesen, was dieser Besitzer, solange oder indem er diesen Gegenstand gehalten hat, lesen, was er dabei gefühlt hat, gedacht hat. Und damit ist sie auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, und dazu kann sie auch noch durch Spiegel reisen. Das funktioniert auch nur in einem bestimmten Umkreis, aber damit kann sie wirklich einiges und sich auch so aus manch einer heiklen Situation befreien, um wieder zurückzukommen, um diese Situation sozusagen zu entfliehen. Doch eines Tages wird ihr eben eröffnet, sie muss jemanden von der Arche Pol heiraten, und zwar Thorn. Sie kennt ihn nicht, es wurde einfach vereinbart, und sie kann einfach nichts dagegen tun. Außer, dass sie versucht, so viel über den Pol zu lernen, wie es nur geht, um zumindest ein bisschen vorbereitet zu sein. Doch als es dann wirklich an den Pol geht, diese Welt, die sich dort eröffnet, ist das komplette Gegenteil von dem, was sie von zu Hause kennt. Die Menschen um sie herum spielen ihre Intrigen, ihre Spielchen mit jedem und allem, was ihnen zwischen die Finger kommt, und Ophelia muss schnell lernen, dass sie dieses Spiel lernen muss, um dort eine Chance zu haben, zu überleben. Und sie ist ein sehr zurückhaltender und stiller Charakter. Und was ich so mag, ist, dass sie sich zurücknimmt. Sie
redet auch nicht viel, besonders auch, weil sie aus ihrer Kindheit, aus einem Vorfall heraus, dann auch so eine leise Stimme hat, was ihr auch immer wieder vorgeworfen wird, was ich total bescheuert von den Leuten finde, auch wenn sie es ihnen erklärt, dass, ja, red lauter und sie hatten mal diese leise Flüsterstimme aufgrund des Vorfalls, also kann ich nicht verstehen. Überhaupt, dieser Pol ist einerseits so magisch, so interessant, wenn sie erzählt, was ihr dort begegnet und wie dieser Schein gewahrt wird. Es gibt Miragen, die jede Illusion heraufbeschwören können, die man sich vorstellen kann. Es gibt den Clan der Drachen, die mit Hilfe ihrer Gedanken Menschen wirklich schwer verletzen können, mit ihren gedanklichen Krallen sozusagen. Und ja, der Pol bietet so viel zum Entdecken und ist auch so zwiespältig. Die Menschen dort sind teilweise solche Monster und wiederum dann wieder total lieb und nett, und so jeder möchte seinen Willen und seine Wünsche durchsetzen, egal was es kostet. Und dazwischen dann Ophelia, die aus einer ganz anderen Welt kommt, zusammen mit ihrer Tante Roseline. Also, es ist Wahnsinn. Die Welt ist so fantastisch und magisch, und ja, man muss den Pol trotzdem irgendwie lieben, zumindest was er zu bieten hat, wenn man schon auch nicht die Menschen dort mag. Aber trotzdem kann sie sich darauf verlassen, dass sie nicht ganz allein steht, und ja, sie muss nun immer weiter erkennen, warum, wieso, weshalb sie auf diesem Pol gelandet ist, und es ist eine fantastische Geschichte. Also Ophelia als Charakter mag ich so gern. Ich bin ihr so gerne gefolgt und freue mich so extrem auf Band 2. Es hat noch keinen Highlight-Status, denn ich hatte mir zuerst was anderes erwartet und war dann zwischenzeitlich kurz enttäuscht, dass es nicht in die Richtung ging, die ich mir so gerne gewünscht hätte. Aber die Richtung, die dann eingeschlagen wurde, hat mich dennoch dann im Laufe des Buches sehr überzeugt, sodass ich mich auch wirklich auf Band 2 freue. Und deshalb, ja, ist das für mich ein 4 von 5 Sterne Buch, einfach weil die Enttäuschung halt teilweise schon ein Stück anhielt, aber dann halt wirklich besser und besser und besser wurde. Und das Ende hat es dann nochmal komplett getoppt, und ich freue mich einfach jetzt riesig, den nächsten Band davon zu lesen. Christel Dabos. Und wenn man schon das Buch anschaut, das Cover, es ist so schön gestaltet, und ja. Also werft mal einen Blick darauf, lest rein, und wenn ihr auch so an Intrigen und im Zusammenhang mit der magischen Welt und diesem magischen Weltenaufbau interessiert seid, wagt einen Blick hinein. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja, und bevor wir jetzt noch das Video beenden, habe ich natürlich nicht vergessen, dass es ein kleines Gewinnspiel gab. Und das möchte ich natürlich noch auslosen. Und ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Deshalb, ja, ich wünsche euch schon mal viel Glück. Ich habe mir kleine Zettel geschrieben mit der jeweiligen Person darauf und dem Wunschbuch. Und ja, ich freue mich schon riesig. Na, ist hier was Gutes? Das ist der Zettel. Und auf diesem Zettel steht Joy 123 mit der Fluch der 6 Prinzessinnen, Eispalast. Du hast das Buch gewonnen. Ich werde mich die nächsten Tage darauf machen, das Buch zu besorgen, und werde es dir zeitnah verschicken auf jeden Fall. Schreib mir bitte in der eingeblendeten E-Mail-Adresse deine Wohnadresse. Und ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch. Und alle anderen, es wird bestimmt nicht so lange dauern, bis ich mal wieder sowas mache, weil das macht mir total viel Spaß, euch eine Freude zu machen. Und ja, dementsprechend wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, und wir sehen uns beim nächsten Video.